Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir Sternzeichen Löwe, Aszendenten Löwe, in der Geburtskarte Löwe enthaltene Energien, aber auch an alle Crotchwater und an alle Menschen, die ihr hier seid, um mal herauszufinden, was ist wirklich los mit Sternzeichen Löwe? Warum verhält er oder sie sich so seltsam? Okay, Löwe, heute wollen wir anhand des Tarots mit dir mal ganz kurz besprechen und dir nahelegen, was sind deine Blockaden, weshalb du wirklich in der Situation gerade festhängst, die dir nicht passt. Keine Affirmationen, keine Liebeslegungen, sondern genau die nackte Wahrheit, dir bewusst vor Augen zu halten, was gerade los ist und wo du gerade schwächelst, okay? Wir haben bei Löwe vor allen Dingen eine Energie, die mit Freiheit zu tun hat, ja? Interne Konflikte, Familienkonflikte, ein Tauziehen von Machtkämpfen, ein Tauziehen von Emotionen, ja, wo es hoch und runter geht, soll ich mich für diesen Menschen entscheiden oder nicht? Dein Problem ist ein interner Konflikt, ein Widerstand, eine Angst loszulassen, eine Angst vor Verlusten, eine Angst, dass du etwas oder irgendjemanden verlieren kannst, ja, jemand, den du vielleicht was versprochen hast und auf einmal nicht treu sein kannst, was auch immer. Hier geht es darum, Löwe, dass du, solange wie du in deinem internen Konflikt bist, solange wie du zu temperamental bist, solange wie du dein Potenzial nicht nutzt, ja, sexuelle Natur dich vielleicht zu sehr hingibst oder zu sehr zurückhältst, solange wie du auch deine Dominanz nicht unter Kontrolle hältst, für diese Löwen, es ist ein Aufwachen, Leute. Es trifft nicht auf jeden zu, deswegen habt ihr die Möglichkeit, in einer privaten Legung, in einer zielorientierten Therapie mich anzusprechen, okay? Den Widerstand, den du hast, das heißt das Gefühl, wenn es nicht weitergeht, gehst du auf Widerstand, gehst du auf Impulsivität, auf Ablehnung und das ist ein großes Problem in deiner Verbindung mit dir, aber auch in deinem spirituellen Entwicklungsprozess, aber auch, um dir bewusst zu werden, dass deine Impulsivität, deine Verzweiflung, deine dispute Art manchmal, ja, gerade auch Familienkonflikte oder auch Konflikte im Herzensangelegenheit, in emotionalen Feldern, können für Löwe im Moment oder sobald du bereit bist, dich verantwortlich zu machen, in Resonanz zu gehen und ehrlich zu sein, zu sagen, ja, Alena, es stimmt. Ich bin manchmal sehr impulsiv, ich bin manchmal in einer Widerstandsenergie drinne, ich habe Ablehnungen, ich habe Ängste, ja. Was darf ich machen? Du darfst dich verantwortlich machen für jede einzelne Partikel in deinem Sein. Ansonsten wirst du nichts anziehen, was gut und gesund ist, wenn du diesen spirituellen Wachstumsschub, diese spirituelle Energie, die dir aufgezeigt wird, auch durch Geistwesen, auch durch Kartenleger von mir aus, auch durch Wahrsager, was auch immer, ja, nicht annimmst, aber vor allen Dingen die Vibration deines Herz, deiner Seele und deines Körpers und deines Geistes so anzunehmen, dass du keine emotionalen Abhängigkeiten mehr hast, dass du keine Verlustängste mehr hast, dass du dich deinen Emotionen, deinem Partner, deiner Partnerin stellen kannst. Auch die Singles unter euch, auch die Menschen, die ihr schon was älter seid, ja. Wenn ihr nicht diesen internen Konflikt klärt und löst und bereit seid zu verändern, wird sich auch liebestechnisch nichts geben. Die Verbindung mit dir ist unglaublich wichtig. Ja, warum? Weil Diskussionen, Machtkämpfe, vielleicht auch Rivalitäten, Dramen, negative Geschichten auch im Beruf und in der Gesundheit und in den Finanzen können dazu führen, ja, dass du wirklich diese Reise intern und externer Natur, die du machen möchtest, nicht komplett angehen kannst, weil deine Ablehnung, deine Kälte manchmal, ja, auch für Menschen, die depressiv sind, kommt aus dieser Energie raus mit Hilfe, Leute. Helft euch selber und lasst euch helfen, okay? Einige Löwen seid ihr viel zu dominant, viel zu stark, und seid in einer unausgleichen Energie. Denkt dran, ich denke auf Spanisch, Leute. Power-Energie, ich rede sehr schnell. Aber Löwe ist hier heute echt am Start, Leute. Okay? Löwe, es ist wirklich sehr ratsam für dich, dass du dich verantwortlich machst, dass du deinen Körper, deinen Geist und deine Seele reinigst, deinen Verstand reinigst, die Situation reinigst, nicht weiter in Blockaden gehst, nicht weiter in Abgrenzungen gehst, nicht weiter in Ablehnungen gehst, ja, sondern wirklich aus diesem Turm rauskommst und die Veränderung, die das Leben für dich hat, frohen Herzen annimmst, weil es kann nur gut und richtig für dich sein. Löwe, ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren, ja, resonieren, wenn es für dich in Ordnung ist.
Aber vor allen Dingen, hier in meinem Kanal habt ihr viel Heilung. Ihr kriegt nicht nur Liebesgeschichten erzählt. Ach ja, dein Partner kommt. Nein, ihr kriegt hier die nackte Wahrheit auch vor die Füße gelegt, um zu erkennen, das sind auch eure Baustellen. Deshalb zieht ihr nicht diese Energien an. Nicht das Glück, nicht die Gesundheit, nicht die Liebe, nicht den Erfolg, weil das sind eure Baustellen. Fragt mich, zielorientierte Therapie, private Legungen, aber auch jeden Sonntag 19 Uhr Live-Chat hier auf YouTube, ja, Alaina Tarot. Seid dabei, stellt eure Fragen und nehmt einfach an dieser Heilungsenergie teil und werdet sehen, dass ihr dem Leben die Farbe geben werdet, immer und dann, wenn ihr eure Frequenzen ändert, wenn ihr loslasst und euch der Herausforderung Leben wirklich stellt. Löwe, alles erdenkliche Liebe und wir hören uns. Bis dahin, bye.